Wir sind mal rumgegangen und haben mal geschaut, wer alles da ist. Und wir haben uns gefreut, dass so viele verschiedene Gruppen da sind. Die meisten der Gruppen verstehen wir gar nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir fangen einfach mal an und nennen ein paar Namen oder ein paar Pseudonyme, was relativ lustig ist. Ich habe gesehen, Chaoswelle. Wer ist Chaoswelle? Mal die Hand hoch. Chaoswelle ist ein ziemlich großer Laden. Bitte ich mal einen hervorzukommen. Wir haben wahrscheinlich auch noch ein Mikro für die Chaoswelle. Herzlich willkommen. Du kommst aus? Frankfurt. Super. Die erste Frage, die wir gleich haben, was macht überhaupt? Was ist Chaoswelle? Ja, die Chaoswelle ist eigentlich so der Amateurfunkarm des CCC. Ja, wir beschäftigen uns mit Funkwellen und allem, was damit zusammenhängt. Und wenn jetzt jemand zu euch kommt an den Tisch, womit kann er Spaß haben? Was sind eure Ideen? Was könnt ihr transportieren? Ja, also wir haben bei uns eine Kurzwellenstation, eine Remote-Station. Da kann man also Kurzwelle funken rund um die Welt, ohne Infrastruktur dazwischen. Wir haben eine Löt-Area, wir haben eine Bastel-Area. Bei uns kann man HF ausmessen, also wir haben einen Ostsi und einen Specki da. Ja, und einfach irgendwie Fragen über Funk und Basteleien, was damit zu tun hat, einfach vorbeikommen. Komme ich hier aus der Halle raus mit der Kurzwelle oder verfängt sich Vergiss das? Vergiss es. Ja, ich wollte gerade sagen, soweit komme ich noch mit. Dann sage ich viel Spaß und wenn ihr die Chaoswelle sehen wollt, die sind gefühlt hier gerade durch. Neben der Lütte. Genau. Und es steht direkt auch Chaoswelle dran. Richtig. Und dein Name war? Planlos. Planlos, stimmt's, Planlos. Machen wir gleich Planlos weiter. Für alle, die sich gefragt haben, was ist überhaupt Open Infrastructure Orbit, was bedeutet das? Wir sind einfach eine Gruppe von Assemblies, von Communities, die sich hier gefunden haben, die sich alle mit offener Infrastruktur beschäftigen. Und ihr habt es gesehen, wir haben einen Leuchtturm, wir haben Schiffe, wir haben eine Hafenmeisterei. Wir sind ein sicherer Hafen für all diese Gruppen und ihr könnt euch hier wohlfühlen. Unsere Themen sind Radio, hatten wir gerade, Amateurfunker, Raumfahrt, Wi-Fi, Human Age, Search and Rescue und natürlich Wurst. Hey. Und jetzt kommen auch so ein paar, einige Communities haben tatsächlich Slides vorbereitet. Ganz wichtig, ein ganz großes Dankeschön an alle, die hier aufgebaut haben, die sich schon seit einer Woche damit beschäftigen, dass wir das haben, was hier steht. Genau, und jetzt haben Next wir hier Cloud, so ein genau, habe ich Slides. Gesehen. Da, sehr gut. Hi, you are welcome. English or yes, German, what is better? I'm going to do it in English, because my German is very good. I have seen you are Jos or Georg? Jos, Jos. Georg's over there. I have no Next Cloud in a moment, but I would like to use it with my EMC Quadrat. Well, I can help you. I have to phone to you. Yeah, well, we're sitting over there, that's the point, right? Okay, do you have some sentences about what's your... Oh. Your slides. Lots of text, but the point of Nextcloud is that all our data is, you know, somewhere floating in the cloud. You know, Google, Facebook, all these big companies have all your stuff. And if you don't like that, well, what are you going to do, right? You can keep all your files on your own computer, but then you don't have it. If you have multiple devices, you can't share it with family and friends. And we're trying to build a self-hosted cloud. So Nextcloud, you run it on your own server, or at a provider that you trust, like say in Germany or under the Swiss mountains, that literally is a Nextcloud provider that has servers under Swiss mountains. I think it's a little over the top, but if you're worried about alien invasions, that's probably the safest spot. And you get everything that the big boys give you, or pretty much. You have calendar and contact syncing and sharing with other people. You can edit documents together with other people, share files. And the nice thing is if you have multiple people who have a Nextcloud, they can also talk to each other. So there are already about 300,000 or 400,000 Nextcloud servers on the internet, which each anywhere between 2 and 20 million users. That's roughly our biggest installation. So there are really like 30 million Nextcloud users already out there, and I welcome all of you to join them. Come talk to us and, you know. And where is it? Where's your place? So we're sitting over there, like one of the boats. There's a big Nextcloud flag and, well, now I've seen you have some stickers. We have lots of stickers, exactly, yes. Yes, we can find you. So. Nextcloud. Okay. Yeah, eine Installation. See you there. Super. Sorry. Ah, yeah, we have also two talks. Later today, I gave a talk about end-to-end encryption, how that is implemented. It's pretty technical, like not super, super technical, but I go into the conceptual part of it. And on tomorrow, I give a talk, I think, at 7, which is more like general, what is Nextcloud, how to install it, and what can you do with it. So depending on how technical you are, one of the two will probably help you. And together with Crypto Party, we also do a Nextcloud installation workshop. I think that's on the last day, the 30th. So, see you. Yes, great job. See you.
Dann haben wir Freifunk. Freifunk sind ziemlich viele. Peter, bist du da oder wer ist noch vom Freifunk da? Hand hoch. Super. Also, helft mir mal. Ich habe gesehen, wir haben aus jeder Ecke von Deutschland, aber ich sage einfach mal Hallo zu... Hallo, hier ist der Weimarnetz e.V. aus Weimar in Thüringen. Okay, wie machen wir noch? Münchner, Freifunk. Freifunk Ascheberg. Hey, cool. Ascheberg. Freifunk Hamburg. Okay, haben wir, also Düren habe ich mir noch eingeschrieben, Rhein-Ruhr oder Rhein-Gebiet. Also wer Interesse hat, wie es damit weitergeht, die Freifunker sind eigentlich direkt hinter der Bühne. Es sind wahnsinnig viele einfach Fragen. Wir selbst werden auch ein paar Workshops halten. Genau. 29. Community Building, was kann man so richtig versauen, was macht richtig viel Spaß. Und Freifunk für Flüchtlinge, also in Flüchtlingsheiminstallationen, Best Practices, was kann schiefgehen, was findet man in den Wänden, was man nicht gesucht hat. Und sowas, das machen wir auch noch als Talk. Dann habe ich gesehen, wie rekrutiere ich Admins, hat jemand geschrieben. Ah, sehr gut. Genau, und wie werde ich sie wieder los? Ja, also eine geile Geschichte. Die ganzen Glaubensfragen, nicht schlecht. Also, wir sehen uns später. Freifunk IoT, da habe ich mir sogar einen Namen aufgeschrieben. Marvin darf ich nicht sagen, aber Margan, falls es richtig ist, Margau. Kommt er. Sag mal kurz Hallo, was machst du? Ja, hallo, also Margau, wir machen Freifunk IoT. Und zwar kam bei uns in Stuttgart vor kurzem so der Gedanke auf, wir haben Freifunk, wir sind ein wunderbares Transitnetz zum Internet, aber wir brauchen eigentlich mehr interne Dienste. Und was bietet sich mehr an, als irgendwie kleine Sensoren zu bauen, ein kleines Ökosystem dafür zu schaffen, dass jeder, der gerade Bock drauf hat, relativ einfach in ein Freifunknetz seine eigenen Sensoren und reinhängen kann und alle möglichen lustigen Dinge messen kann. Wo finde ich euch? Wir sind direkt hier hinter am ersten Schiff vorne dran, gehen direkt gegenüber von der Freifunk-Hardware-Ausstellung, die hier an der Hinterseite von der Vortrags-Area auch ist. Macht ihr ein paar Vorträge die nächsten Tage? Ja, heute um 14 Uhr, steht vielleicht auch irgendwo, ja genau. Da steht's. Heute um 14 Uhr stellen wir das Projekt hier nochmal genauer vor, was wir so vorhaben und würden uns auch freuen, wenn ihr danach nochmal mit uns in Kontakt kommt. Gerade die anderen Freifunk-Communities, was kann man alles Tolles machen? Sollten wir zum Beispiel eine Blockchain einbauen oder sollten wir es doch lieber lassen? Ja, genau. Also einfach uns findet ihr direkt hinten dran oder notfalls auch per Deck, wenn gerade keiner da ist. Ja, wir freuen uns auf euch. Super, danke dir. So, Chaoswelle hatten haben wir schon. Genau. Das war der Plan, los. Kados. Kados wird ausgesprochen. Und das sind richtig viele Leute, habe ich gesehen. Ihr seid ein ganzer Tisch, glaube ich. 10, 20 gefühlt. Na, das ist übertrieben. Ich glaube, wir sind zu 8 da, aber wir haben 3 Projekte, die wir vorstellen. Genau. Ja. Wo gehörst du dazu? Das ist ja alles der gleiche Verein. Also Kados ist eine Hilfsorganisation. Wir machen humanitäre Hilfe, hauptsächlich in Kriegs- und Krisengebieten. Und wir sind in den letzten Jahren so ein bisschen zu der Organisation geworden, die sich den Themen annimmt, die kein anderer machen will. Das sind dann zum Beispiel Sachen wie in Kriegsgebiete, wo andere Organisationen meinen, nicht mehr arbeiten zu können, Outbreak, vor allem mit lokalen Communities arbeiten, versuchen die zu enablen, vor allem auch auf dem technischen Wege. Dazu haben wir in Berlin einen Makerspace aufgemacht, einen Crisis Response Makerspace. Mhm. Bisschen anders als in anderen Makerspaces ist es, dass wir bei uns nur Problemstellungen bearbeiten, die mit humanitärer Hilfe oder ökologischer Hilfe zu tun haben. Alles Open Source und ein paar von den Projekten stellen wir hier vor. Kannst du es mal kurz anreißen? Ich finde das ziemlich wichtig und wahnsinnig groß. Infrastruktur, ich habe gesehen, Seenotrettung ist dabei, also schönen Gruß an Mechthild. Und das ist nochmal eine extra Gruppe, die kann vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Das nicht. Ihr kommt dann gleich mit dazu, wir nehmen euch noch dazu. Und was macht ihr noch? Infrastruktur? Na, wie gesagt, wir sind jetzt momentan sind wir zum Beispiel in Syrien, machen in Syrien eine Versorgung, Primary Healthcare nennt sich das. Ja. Wir planen auch wieder nach Syrien zu gehen, weil wir gefragt wurden, ob wir wieder, wenn da jetzt die Kämpfe wieder aufflammen sollten, im Kurdengebiet, ob wir da wieder arbeiten könnten. Wir arbeiten gerade dran, in Jemen zu gehen. Wir arbeiten mit der WHO gerade dran. Dieses Thema Outbreak, wie gesagt, da möchte sich keiner drum kümmern. Das sind so Ebola und andere High Infectional Diseases. Wir bauen gerade in Zusammenarbeit das Forschungsprojekt mit 2 Unis in Berlin so ein ganz einfaches, selbstbaubares EKG, krass, das auch so dann einfach extrem billig in Länder wie Syrien gebracht werden könnte, wo die Krankenhäuser ja teilweise komplett ausgebombt sind, keine Materialien mehr haben. Und genau, das ist so das, was wir so bewegen. Und wir haben
die erste zivile Lösung für humanitären Airdrop entwickelt. Das sieht man auch da hinten, haben wir da ausgestellt, die Boxen. Da haben wir angefangen, aus so Fallschirmspringermaschinen einfach mal zu gucken, wie das ist, wenn man da Kisten abschmeißt. Wahnsinn. Und das machen wir mit gebrauchten Paragliding-Schirmen. Also es sind ganz viele verschiedene Themen, weil, ja. Super. Also wir finden euch da hinten. Direkt neben unserem schönen Container, die drei Inseln, genau. Super. Und habt ihr Workshops die nächsten Tage heute? Genau, heute um 19 Uhr ist im Domo ein Workshop Nerdscore Humanitarian Aid. Weil auch deswegen sind wir hier, weil wir uns sehr gerne noch weiter vernetzen wollen. Es ist ja ganz oft, dass Leute sagen, oh, Kriegsgebiete, Krisengebiete. Ich bin jetzt kein Mediziner oder so, was soll ich denn da machen? Eben. Da gibt es unfassbar viele Anknüpfungspunkte und das ist so die Idee von dem Workshop heute. Dann gibt es morgen einen Talk zum Thema, wem ist noch zu helfen? Über die Unfähigkeit der staatlichen Strukturen, aber auch eine Kritik zu den eigenen linken Grassroot-Strukturen. Und übermorgen machen wir einen Talk zu diesem Remobo, zu diesem einfach selber zu bauenden Vitalparameter-Monitoring. Okay, vielen Dank. Und dann haben wir noch die Leute von der See, Notrettung. Klasse. Also ein toller Aufkleber, gebe ich gleich mal das Mikro weiter. Was macht ihr Schönes? Also ich bin jetzt so vertreten da für die anderen Seenotrettungsorganisationen. Ich bin die Mechtet von Mission Lifeline aus Dresden. Wir haben aber noch Sea-Watch da und die Juventa. Wir betreiben Seenotrettung auf dem Mittelmeer, setzen uns für eine Safe Passage ein, dass es sozusagen legale Fluchtwege gibt und dass Menschen, die in Seenot sind, auch gerettet werden auf dem Mittelmeer. Super. Genau. Wo finde ich euch? Also ich weiß, ihr seid irgendwo da hinten. Wir sind genauso bei Cardus, einfach bei diesen schönen, einfach hier diagonal rüber links sich halten. Und habt ihr noch ein Programm? Kann man euch hören? Also es gibt auf alle Fälle, einige der Seenotrettungsorganisationen haben Vorträge, also zum Beispiel die Mare Liberum hat heute, glaube ich, sogar einen Punkt, aber da am besten auch nochmal ins Programm schauen. Das kriegen wir hin. Super. An der Stelle kann ich auch die App empfehlen, also wer die App runterlädt, ist immer auf dem neuesten Stand. Genau. Dank dir, Mechtet. Dankeschön. Freiwurst. Hey, das muss ich mir erstmal erklären lassen. Kommt vor. Das sind die Jungs mit dem Frühstück heute Morgen. Großer Applaus. Schönen guten Morgen. Ja, wir sind Freiwurst. Wir machen praktisch das Gleiche wie Moin. Freifunk, nur besser, also mit Wurst. Also, ich meine, WLAN kann man nicht essen, das wissen wir alle. Und da wird man nicht satt von, da kann man niemand mit füttern, aber Freiwurst kann das leisten. Und das tun wir auch. Wir werden hier unserem Auftrag gerecht. Ja, genau, da ist ganz viel Text, das ist nicht so wichtig. Und also man kann hier auf dem Kongress so Wurstschaft finden, das ist wie ein Gutschein, bloß mit, dass man Wurst dafür kriegt, das ist also richtig gut. Hier sieht es so aus, kann man finden. Und der Kollege verteilt auch welche, wenn ihr wollt. Ich habe Hunger. Genau, und dann kann man diese virtuelle Wurst, ja, aus der Wurst-Chain, kann man da drüben in physikalische Wurst mit dem Wurst-Shooter umwandeln. Dieses Jahr, wir verproben auch gerade den Wurst-Shooter 3000 da noch. Der, mal gucken, wird vielleicht Tag 2 oder 3, wird er noch in Betrieb genommen. Kannst mal weitermachen, dann haben wir hier noch, wir haben da ganz viel Zeug zu schieben. Innovative Wurst-Distribution-Technologie, genau, das könnt ihr bei uns sehen. Vorträge machen wir vielleicht noch spontan, mal gucken, aber kommt uns einfach besuchen, da könnt ihr eine Wurst essen. Wurst-Vegas spielen, genau, also wenn man keinen Wurstschaft findet, dann kann man bei uns auch Glücksspiel machen, ja. Also das hat sich auch durchgesetzt die letzten Jahre, selbst Veganer kommen bei uns oder Vegetarier kommen bei uns zum Glücksspielen und verschenken dann die Wurst hinterher. Super. Also das ist hier für groß und klein für alle. Also, wie viel Wurst habt ihr dabei? Weiß ich nicht, so genug. 50 Kilo, irgendwas so in der Größenordnung, es läuft. Also die Wurst ist uns noch nie ausgegangen, das ist das Letzte, was passiert. Ja, okay, letztes Jahr am Ende. Also gegen Unterzuckerung hätte man dann bei euch schon mal ein Programm. Wo finde ich euch direkt? Direkt hier hinter praktisch. Da ist so ein Schiff mit so einem weißen Segel. Okay. Und da sind wir. Und dann habe ich die Würste gesehen, die auf so einem Plexiglas nach unten rollen. Das ist der Wurst-Shooter. Da kannst du hier die virtuelle Wurst in physikalische Wurst umwandeln. Ah, ich glaube, Peter, du brauchst auch nochmal so einen Sticker. Ja. Super. Ja. Dann Vorträge macht ihr live? Ja, machen wir da. Oder vielleicht machen wir noch einen. Wir haben noch keinen eingereicht. Vielleicht machen wir das noch. Mal gucken. Okay, dann sage ich vielen Dank und eine gute Idee. Wir müssen noch einen Polylux organisieren wieder. Ich bin hier einen gesehen. Polylux? Hey, nicht schlecht. Ey, das habe ich schon seit zig Jahren nicht mehr gehört. Letztes Jahr haben wir Polylux hier gemacht. Overhead-Projektor. Wir kennen. Sind ja im Osten. Ja, hier ist das Polylux. Okay. Und letztes Jahr haben wir gemacht und wir haben noch keinen gefunden hier wieder. Wenn wir einen finden, machen wir einen Vortrag. Ja? Gut. Gute Sache. Und was machst du mit Polylux? Da kommt die Wurst drauf. Nee, wir machen einen Vortrag damit. Ah, oh. Da legt man Folien drauf. So richtig oldschool. Ja, ja. Natürlich, ja. Dann sage ich vielen Dank und bis später. Bis später. So,
So, und ich hoffe, wir vergessen keinen. Ich habe hier noch zwei drauf. C3 Cluster Computing. Nee, haben wir vorher noch den C3 Space. Oh, C3 Space, genau. Reinfall. Ja, grüß dich. Sebastian, Moin. Ist das richtig? Ja, Sebastian. Grüß dich, Sebastian. So, also, wir sind C3 Space. Kann ich mal die nächste Folie haben? Genau, wir machen eigentlich alles, was irgendwie mit Weltraum zu tun hat, angefangen von den Low-Hanging-Fruits, wie jetzt wir empfangen Satellitensignale. Es gibt Leute bei uns, die haben Satelliten gebaut, die wissen, wie man einen Satelliten baut und betreibt. Das haben wir auch mit abgedeckt. Es gibt bei uns Leute, die ein Radioteleskop gebaut haben. Es gibt Leute, die sich generell einfach nur mit Raketenwissenschaft auseinandersetzen. Und ja, es gibt auch Leute, die so die klassischen Raumfahrt-Nerds mit historischem Wissen sind. Haben wir alles mit dabei. Und bei uns zu sehen gibt es unter anderem das da, das ist eine Satellitenbodenstation, die wir da aufgebaut haben, mit der man Signale empfangen kann. Die ist auch super zum Nachbauen geeignet, also kann man sich mal angucken, wenn sich jemand schon immer mit sowas auseinandersetzen wollte. Das ist ein guter Einstiegspunkt. Wir haben auch Leute von Satnox da, das ist ein weltweites Netzwerk aus genau diesen Bodenstationen, mit denen man dann Satellitensignale empfängt und auswertet. Mit denen kann man auch mal reden. Die sind auch bei der Libre Space Foundation, also das sind auch alles Leute, die schon mal Open Source Satelliten gebaut haben und den auch gestartet haben. Das ist ganz spannend, finde ich. Und ja, ansonsten haben wir noch diverse Projekte, die es leider nicht zum Kongress geschafft haben. Da kann man mit uns drüber reden, wenn man will. Man muss halt zu uns kommen und mit uns reden, das ist so der Plan hier. Hey, super. Auf den Kisten habe ich mal gelernt. Geht der Mikro noch? Nehme ich das Mikro. Hey, auf dem KC85 mit einer Kassette habe ich noch gelernt. Das waren noch Zeiten. Wo finde ich euch direkt? Wo man uns findet? Im Prinzip direkt da hinten bei Nextcloud vorbei, da wo die Antenne steht. Zeig mal, welche Antenne. Was? Ich sehe gar nichts. Die ist sehr niedrig. Okay. Also wo die WLAN-Antenne da hinten steht, ja, gleich da drüben. Dann haben wir immer noch eine Frage zu den Vorträgen. Wann startet ihr mit welchen Themen? Ja, Vorträge ist dieses Jahr ein bisschen dünn bei uns. Ich glaube, es gibt einen zum Open-Source-Radioteleskop. Der okay. müsste irgendwann sein, aber ich habe den Termin schon wieder vergessen. Alles klar, also man kommt einfach bei euch vorbei und kann Look and Feel machen. Und ja, man kommt einfach bei uns vorbei und redet mit uns. Ist eh viel besser als vom Vortrag. Sebastian, alles klar. Dann bis später und viel Glück. So. Haben wir die beiden Mikros? Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, stimmt. C3VOC war woanders? C3VOC, genau, es war erst hier geplant, ist aber woanders, ist bei Chaos West untergekommen, also nicht hier bei uns. Von daher passt es nicht mehr ganz zu den Plänen, aber sind auf der Chaos West untergekommen. Ja, ja, Mikro. Dann haben wir noch eine coole Geschichte, und zwar C3 Cluster Computing. Da habe ich GoTo aufgeschrieben, noch zwei andere Leute. Seid ihr da von C3 warte. Cluster Computing? Na gut, spul mal vor, Andi. Genau, wir machen das live. Ach, ist auch kein Logo, egal. C3 Cluster Computing, einfach Hand hoch, wenn ihr da seid. Super. Also, wer die Jungs sehen wollt, die sind da ganz hinten rechts bei Mirage OS und bei... Bist du auch? Willst du? Aha, du bist der... Super. Kannst gleich vorkommen, der Nächste. Daneben ist gleich der Hannes. Hannes, willst du Hallo sagen oder soll ich euch kurz vorstellen? Mirage OS, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es klingt ziemlich spannend. Und bevor es peinlich Hallo. Wird, genau, hilft mal. Ich bin Hannes. Ich mache auch hier so ein bisschen Kaffee, aber sonst mache ich Mirage OS. Das ist ein Betriebssystem, was mit diesem ganzen Unix und POSIX mal aufhört. Und wir haben das from scratch developed. Wir haben dann sehr kleine Systeme, sehr kleine Virtual Machine Images, die sind so 2 Megabyte groß oder sowas, haben noch nicht mal so Process Management und irgendwie User Management und Dateisysteme und sowas. Das ist alles optional, das machen wir alles zur Compile-Time und haben dadurch halt eine sehr kleine Attack-Surface, und durch die Wahl einer High-Level-Programmiersprache haben wir auch sehr wenig Attack-Vectors. Und für mich mal als Laie, ich habe davon noch nie was gehört und ich finde es total grandios, auf was für Hardware haut man das drauf? Auf einen kleinen Raspberry Pi? Das oder ist, auf genau, Raspberry Pi ist eine Option, also da fahren wir dann Linux und KVM und darauf dann unser Mirage OS. Du kannst es auch nativ direkt auf ESP32 portieren, also ESP32 ist so ein 32-Bit, 80 MHz kleiner Prozessor für das Internet of was auch immer, der irgendwie für 5 Euro zu haben ist. Und sonst fahren wir das auf diversen Hypervisor-Technologien, also KVM, Xen, FreeBSD Beehive, OpenBSD, VMM und noch auf anderen sehr viel kleineren Hypervisor-Technologien, die auch möglicherweise nicht in C implementiert ist. Zum Beispiel Moen, das ist ein Separation-Kernel, der ist in
Ada Spark entwickelt worden, also ein Ada in der Programmiersprache. Und Spark ist ein Beweissystem, was dann beweisen kann, dass die verschiedenen Subjects, heißen sie da, sind eigentlich Virtual Machines, dass die auch isoliert voneinander sind. Und wenn man jetzt mal so richtig einen speziellen Anwendungsfall bei euch sehen kann, habt ihr da irgendwas, einen Webserver, irgendwas, wo ihr sagt, das lohnt sich richtig und da könnt ihr euch das mal anschauen? Genau, wir haben einen Webserver, also die Webseite mirage.io ist zum Beispiel seit Anfang an ein Mirage OS Unikernel, was mich zumindest sehr motiviert. Dann haben wir DNS, also Domain Name Service, da haben wir im Prinzip alles mal implementiert. Wir haben eine Implementierung von sowas wie Git, was auch das Git-Protokoll spricht, also ein Branchable Immutable Store und können damit dann auch verteilte oder distributed Daten haben. Und sonst Webserver, TLS-Server, es wird ein bisschen an SMTP gebaut. Ich habe dieses Jahr zusammen mit einer Bekannten, haben wir an einem Kalenderserver gearbeitet. Also es geht voran. Klingt spannend. Und das kann man alles bei euch hinten sehen oder habt ihr Vorträge noch speziell was geplant? Wir haben nichts geplant. Man Gut. kann das vielleicht sehen, es sind halt so 5 bis 10 bis 20 Leute von Mirage OS hier und einige oh. davon sind halt sehr involviert in der Kongressplanung, im Merchandise und so weiter. Deswegen haben wir da hinten einen Tisch und hoffen, dass wir okay, das da hinten, das zeigen wir nochmal kurz. Wenn ich durchschaue, ist es oranges Segel, grünes Segel. Also da hinten rechts, würde ich mal sagen. Jetzt ist gerade blau, ne? Da hinten ist, glaube ich. Jetzt wieder lila. Also das mit dem wandelnden Licht dahin. Also Mirage OS, einfach fragen. Genau. Und sonst hier an der Kaffeemaschine bin ich auch. Kaffee kriegt man immer bei dir. Nee, so geht's nicht. Okay, Hannes, dann sage ich vielen Dank. Bitteschön. Dann habe ich mir noch eine ziemlich spannende Geschichte aufgeschrieben. Computerwerk. Haben wir Leute vom Computerwerk hier? Hey, grüß dich. Du bist der Hannes? Ja, genau. Ich bin auch der Hannes. Grüß dich, Hannes. Wir sind ein kleiner Verein aus Darmstadt und uns kann man im Prinzip kaputte oder alte Hardware spenden. Und wir bereiten die dann wieder auf und verspenden die an bedürftige Personen, also Leute, die sich keinen Computer leisten können. Und ja, unsere Assembly ist auch hier gerade durch, das zweite Schiff von hier. Super, danke Hannes, super Geschichte. Was kann man, also wer vorbeigehen will, gerade hinten, einfach fragen. Jetzt bin ich bei mir durch auf dem Blatt, ich bin nur durchgewandert. Ist noch irgendjemand von einer anderen Gruppe da? Der noch was sagen möchte, ja komm. Ja, dann komm vor, wer bist du? Hallo erstmal alle zusammen, mein Name ist XLS. Grüße dich XLS. Hi, ich bin vom GNUnet-Projekt, beziehungsweise auch SecureShare-Projekt und Hick-Teilchen. wir sind sozusagen eine kleine Fusion aus verschiedenen Gruppen. Ich würde mal mit dem GNUnet-Projekt anfangen. Also das GNUnet ist ein freies, dezentrales, sicheres und datenschutzfreundliches Internet. Ja, also unser Motto lautet, the Internet is broken and we are building a GNU one. Die Idee dabei ist einfach, und dass unser Internet zurzeit einfach massiv überwacht wird, viele Sicherheitslücken hat und wir das einfach von Grund auf neu bauen wollen mit neuen Protokollen und Diensten. Viele sind schon entwickelt worden, also sei es zum Beispiel TCP/IP haben wir ersetzt und DNS, dafür gibt es bei uns einen anderen Dienst, der heißt dann GNU Name System, also GNS. Und das Ganze funktioniert eben alles dezentral, sicher, mit sicheren Informationsabfragen und so weiter und so fort. Jetzt wollte ich mal sagen, wie bist du durch die Finger gerutscht von mir? Wo sitzt ihr genau? Wir sitzen da hinten, wo das psychedelische Licht nach oben scheint und auch so schon die Teeküche bereitsteht, so, wo wir auch Foodhacking machen. Das ist der Teil da hinten, wo diese... Also bei Mirage OS und ja, C3 Cluster, so in der Ecke. Und jetzt gleich rechts davon. Helf mir nochmal ganz langsam dem Namen von deinem Projekt, damit sich das jeder merken kann. GNUnet. GNUnet. / SecureShare. Jetzt müsste ich noch was zu SecureShare sagen. Ja. SecureShare ist nochmal ein Dienst, der auf dem GNUnet aufbaut. Wir planen da ein soziales Netzwerk aufzubauen auf Basis dieses verteilten Internets und das ebenfalls die Metadaten und die Content-Daten schützt von sozialen Graphen und von der Kommunikation zwischen den Menschen. Eigentlich etwas, was selbstverständlich sein sollte in einer demokratischen Gesellschaft und wir wollen dem einfach verhelfen, dass das auch technisch Wirklichkeit wird. Ja. Nicht schlecht. Habt ihr Kurse geplant? Kann man euch
Okay, wir haben mental geplant. Normalerweise haben wir da eigentlich ordentliche viele Leute dabei. Diesmal ist uns die Hälfte weggebrochen wegen Krankheit. Die andere Hälfte hat leider noch was anderes geplant. Wir hatten sogar eigentlich einen Vortrag auch für diesen, also für die nächsten Tage noch geplant gehabt. Den müssen wir ausfallen, weil einer krank geworden ist. Das heißt, was wir nur anbieten können, ist, kommt zu unserem Tisch. Wir können dann ein bisschen was erzählen über die einzelnen GNU-Net-Dienste. Wir können auch ein bisschen zeigen, wie man das Ganze bootstrappt, sprich installiert. Ein bisschen zeigen, ein paar Demos machen, wie funktioniert eigentlich beispielsweise das GNU-Net-File-Sharing, was ist das Tolle daran und wo bräuchten wir vielleicht Unterstützung oder wie stellen wir uns das vor, wie haben wir bestimmte Probleme beschrieben und wie haben wir sie versucht zu lösen und was hat das alles mit Grundrechten zu tun. Klingt spannend. Und GNU-Net, wie kann ich dich nennen? Mich selbst kannst du XLS nennen. XLS, okay, habe ich mir gemerkt. Also XLS, GNU-Net habe ich noch nicht drauf. Vielen Dank, XLS. Ja. Jetzt noch die Frage, gibt es noch jemanden? Gibt es noch ein tolles Projekt? Haben wir irgendjemanden vergessen? Mit Sicherheit, aber will noch jemand vor? Andi, ich glaube, dann haben wir es grob geschafft. Ja, fast. Wir haben groben Überblick. Ja, wir haben noch ganz bisschen Housekeeping. Oh, ja. Genau. Also es gibt noch ein paar Dinge, die man erwähnen sollte. Wir haben unseren Fahrplan live, den wir natürlich auch updaten, speziell fürs Orbit, nochmal unter einer eigenen URL. Es gibt auch noch ein paar Slots. Ich meine, ich habe ja gerade gehört, wir hätten schon noch Bedarf, ja, wenn wir ein, zwei Sachen noch machen können. Können wir es noch mit einbauen. Unser Hafenmeister ist der, den man anspricht. Wer ist der Hafenmeister? Andi. Aber wir definieren noch einen Hafenmeister. Wir müssen das noch festlegen, wie man den erkennt. Ja, aber genau. Am besten über den Infotresen vielleicht vorangehen. Oder es gibt auch eine Deckrufnummer, kommt später noch. Da kann man zumindest das Orga-Team erreichen. Genau. Und nochmal was, Kleinigkeiten, genau, der Infopoint, das ist ein IBC-Container beleuchtet. Genau, wo ein großer Bildschirm draufsteht und auch in Wurstschrift Infopoint draufsteht, ist eigentlich nicht zu verfehlen. Da soll dann der Infopoint-Engel sitzen, stehen, kann er sich aussuchen und quasi als Wegweiser auch dienen, um fragenden Menschen den Weg zur Assembly, zur richtigen Assembly zeigen zu können. Werft dort gerne euer Infomaterial ab, was ihr verteilen möchtet und tragt euch auch als Engel ein, dass der Kommt Punkt auch noch, regelmäßig und immer besetzt ist. Genau, richtig. An den Tischen gibt es jeweils einen Bildschirm, der ist momentan als Infobeamer-Display defaultmäßig eingestellt. Den könnt ihr aber benutzen. Also einfach anstecken, eure eigenen Sachen. Also wenn ihr was habt zum Präsentieren oder irgendeine Slideshow laufen lassen, einfach mitbenutzen. Wir haben sie nur mal vorher als Infobeamer-Displays eingerichtet. Ihr könnt auch die Raspberry Pis verwenden, um eure eigenen Infobeamer-Inhalt darauf zu zeigen. Genau, was ihr wollt. Ja. Ja, und haben wir noch, glaube ich, den Punkt der Engel, oder? Da war doch auch noch einer. Jetzt haben wir auch noch. Genau, die Löt-Area, die haben wir vorhin schon kurz erwähnt, als wir beschrieben haben, wo Chaoswelle sitzt. Chaoswelle hat sich freundlicherweise auch bereit erklärt, da ein bisschen Aufpasser zu spielen. Wer etwas löten möchte, geht einfach dahin, wendet sich an Chaoswelle, an Plan zum Beispiel und sagt Bescheid, dass er was löten will. Oder wenn jemand löten lernen will, kann das bei euch bestimmt auch lernen. Also Lötstationen sind da. Und es findet sich garantiert was man löten kann. Repariert ihr auch? Aber super, ich hätte da was. Ich habe noch was in der Hand, glaube ich, hier. Die Stempel. Es gibt wieder den Hackerpass, den man sich ausfüllen lassen kann auf den Assemblies, auf dem Kongress. Und wir haben zwei Stempel, einen speziell für Freifunk und einen für das Orbit. Die Stempel mit Stempelkissen sind wohl auch am Info. Genau, ich würde beides am Infotresen positionieren. Also wenn ihr jemanden habt, der einen Stempel haben will, schickt ihn zum Infotresen. Und Kinder. Kinder zum Beispiel auch. Ja. Morgen ist Junghackertag, da ist auch die Löt-Area den ganzen Tag belegt mit jungen Hackern. Richtig. Genau, und das ganz wichtig, wir benötigen natürlich Hilfe, um das hier alles am Laufen zu halten. Wir haben ein eigenes Engelsystem aufgesetzt, die URL seht ihr hier. Tragt euch dort als Engel ein, nehmt euch Schichten, wenn ihr Hilfe braucht, fragt das Orga-Team, mich zum Beispiel oder Plaste, der hier auch irgendwo rumspringt. Wir verweisen euch dann an die richtigen Leute. Also das heißt nicht, dass wir alles lösen können, aber wir wissen, wen wir dann Bescheid sagen können. Gut, das wär's, glaube ich, oder? Ja, haben wir noch was vergessen? Die Kunstinstallation. Wo? Welche Kunstinstallation meinst du? Ach so, du meinst das Gerüst mit dem Brett obendrauf. Genau, das ist eine Kunstinstallation, die heißt irgendwie sowas wie nicht fertig oder Baustelle. Legt eure Sticker drauf, nutzt das einfach kreativ. Macht mit dem Punkt irgendwas, dass die Leute da einfach einen Aufhänger haben und stehen bleiben.
Hier habe ich nochmal die Kontaktmöglichkeiten aufgeschrieben. Es gibt den Rocket Chat, wo sehr viel Organisatorisches abläuft. Da gibt es auch einen Channel Open Infrastructure Orbit. Wir haben die Homepage oio.social und man erreicht das Orga-Team, indem man hier im Deck 6467 eingibt. OIOR. Erreicht ihr hoffentlich jemanden vom Orga-Team. Ich glaube, jetzt kommt die Folie, wo einfach das Ende draufsteht. Gut. Wenn noch irgendwie Fragen sind, fragt sie jetzt oder kommt einfach später auf uns zu. Alles klar. Dann vielen Dank. Super. Viel Spaß euch. Genau, und gestaltet den Orbit.